Kommt das generelle Freizeitwohnsitzverbot in Tirol? Eine Frage, die man sich aktuell stellen darf angesichts der zahlreichen Zeitungstitel, die aktuell kursieren. Hallo, mein Name ist Dr. Dan Katzlinger, ich bin Rechtsanwalt und auf Immobilientransaktionen in ganz Österreich spezialisiert. In diesem Video wollen wir der Frage nachgehen, was es mit den aktuellen Zeitungsberichten auf sich hat über das generelle Verbot von Freizeitwohnsitzen in Tirol. Davor noch ganz kurz ein Hinweis, solltest du diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann nimm dir jetzt kurz die Zeit, abonniere den Kanal, klick auf die kleine Glocke und du wirst verständigt, wenn neue Videos kommen. Aktuell ist in den meisten Zeitungen wieder vom Wohnpaket die Rede und dort spielt das generelle Verbot von Freizeitwohnsitzen eine Rolle. Gerade heute habe ich in der Zeitung gelesen, David Alabas Penthouse in Tirol wird kontrolliert im Hinblick auf eine mögliche Freizeitwohnsitznutzung. Was ist überhaupt eine Freizeitwohnsitznutzung? Von einem Freizeitwohnsitz spricht man dann, wenn eine Wohnung, ein Haus oder ähnliches nicht zu Wohnzwecken verwendet wird, sondern überwiegend zu Ferienzwecken, zum Aufenthalt, zur Erholung während der Ferien und an den Wochenenden. Generell ist die Verwaltungspraxis da in den letzten Monaten und Jahren strenger geworden, sodass man davon ausgeht, dass alles, was nicht Hauptwohnsitz ist, grundsätzlich mal Freizeitwohnsitz ist. Um in Tirol einen Freizeitwohnsitz nutzen zu dürfen, brauche ich eine spezielle Bewilligung, eine Freizeitwohnsitzbewilligung. Das ist im Rahmen der Baubewilligung normalerweise eine Erlaubnis, eine bestimmte Immobilie als Freizeitwohnsitz zu nutzen. Das Problem dabei ist, viele dieser so genutzten Häuser und Wohnungen haben diese Bewilligung nicht. Es gibt nämlich da ganz strenge Vorschriften, unter welchen diese Bewilligungen überhaupt erteilt werden dürfen. Und in fast allen Gemeinden, es gibt so eine Quote von 8% von Freizeitwohnsitzen, die nicht überschritten werden darf, in den beliebtesten Gemeinden rund um Kitzbühel zum Beispiel, Seefeld, ist diese Quote natürlich schon längst überschritten. Und auch meiner Erfahrung nach ist es so, dass in Gemeinden, wo die Quote nicht überschritten wird, aber trotzdem keine Freizeitwohnsitznutzungen gewidmet werden, also das trotzdem nicht erlaubt wird. Was machen die Leute natürlich? Sie wollen trotzdem dort wohnen, sie kaufen die Immobilien. Es gibt auch genug Einheimische, die ihre Immobilien so gewinnbringend verkaufen und nutzen sie so, wie es halt erlaubt ist oder so, wie man meinen könnte, dass es erlaubt ist. Und da wird das Netz sozusagen immer enger gezogen und es werden immer mehr Kontrollen durchgeführt. Es geht so weit, dass sogar die Mülleimer kontrolliert werden im Hinblick darauf, ob auch genug Müll da ist für eine Hauptwohnsitznutzung, wenn zu wenig da ist, dann nimmt man an, dass es eine Freizeitwohnsitznutzung ist. Das Problem der Gemeinden ist oft das, dass sie für diese Häuser, für die Freizeitwohnsitze Infrastruktur schaffen müssen, ihnen dann aber wiederum die Einnahmen fehlen, die mit der Meldung des Hauptwohnsitzes verbunden wären. Und so haben sie eben diese Freizeitwohnsitzabgabe, das sind aber nur ein paar hundert Euro im Jahr und wollen der populistischen Forderung irgendwie nachgehen, Wohnraum für Einheimische zu schaffen, wobei man sich da meines Erachtens auch keinen Illusionen hinzugeben braucht, weil ein Wochenendhaus für 5 Millionen Euro kann sich auch nicht jeder Einheimische leisten und die Wertschöpfung, die natürlich diese ganzen Leute bringt, darf man auch nicht ganz unberücksichtigt lassen, weil wer geht schon in den teuersten Restaurants essen? Das sind meistens genau diese Leute, die die Politik anscheinend jetzt irgendwie vertreiben will. Hintergrund ist, dass zu viel Bauland gehortet wird in Tirol von einigen, aber das sind wieder Einheimische und da will das Land eben sagen, ja, wenn das Bauland nicht verwertet wird für begünstigten Wohnbau, zum Beispiel für Sonderflächenwidmungen, dann dürfen auch keine neuen Freizeitwohnsitze gewidmet werden. Und das Ganze ist deshalb lächerlich, weil in den Regionen, wo es für die Urlauber und für diese Leute, die Häuser kaufen wollen als Freizeitwohnsitz, interessant ist, sind die Quoten sowieso schon längst überschritten, sodass es dafür eigentlich gar nicht in Frage käme. Das Ganze stört mich deshalb, weil es eine unehrliche Diskussion ist. Man weiß, dass viele Leute hier herkommen wollen. Man weiß, dass es nicht so leicht ist, abzugrenzen, was ein Freizeitwohnsitz und was ein
berechtigter Nebenwohnsitz, ein Arbeitswohnsitz zum Beispiel wäre oder ein sonstiger Wohnsitz, wo ich das Haus eben nicht zu Erholungszwecken nutze, sondern einfach, weil ich vielleicht einen Lebensstil habe, der es mir ermöglicht, mehrere Wohnsitze zu haben und nie länger an einem Ort dauerhaft zu bleiben. Also die Diskussion ist unehrlich, es ist eine Neiddebatte und das ist traurig und die Kontrollen werden immer strenger und es gibt viele Möglichkeiten, dieses Problem, was ja ein Problem ist natürlich, das muss man anerkennen, rechtlich sauber zu lösen, aber Voraussetzung wäre eine ehrliche Diskussion über die bisherigen Widmungen. Man müsste wissen, wie viele Freizeitwohnsitze es wirklich gibt. Dafür wären die Gemeinden eigentlich zuständig, dass sie das erheben. Und man müsste ehrlich aufarbeiten und ehrlich zugeben, man hat was davon, wenn wohlhabende Leute herkommen, sich hier Häuser kaufen, hier Geld ausgeben und wie kann ich das nutzen? Und was kann ich dagegen tun, wenn andere wiederum ihre Häuser nicht so nutzen, wie es gesetzlich erlaubt wird? Man muss saubere gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, nur so kann man diese Probleme richtig bewältigen. Was derzeit passiert, sind eher populistische Forderungen, die gesetzlich und auch wenn man sich die Gesetzesentwürfe anschaut, eigentlich inhaltlich überhaupt nichts hergeben. Rund um das Thema Freizeitwohnsitz gibt es viele interessante Fragen und Themen, viele Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn ihr Fragen habt, aktuelle Geschehnisse berichten wollt, dann schreibt mir gerne eine Nachricht oder einen Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, sofern ihr es nicht schon gemacht habt, abonniert meinen YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Dan.